Hallihallo und willkommen zurück zu Java. Weiter geht's mit unserem Raytracer. Dieses Mal machen wir tatsächlich die Schattenberechnung, beziehungsweise wir fangen damit an, mal gucken, wie weit wir kommen. Okay, die Schattenberechnung findet logischerweise in unserem Materialklasse statt, die ich hier schon mal aufgemacht habe. Wir haben zuerst mal die Referenz, die geprüft werden muss, damit die nicht null ist. Das haben wir ja schon vor ein paar Videos eingefügt. Und ja, hier haben wir dann die ganze Berechnung. Und diese ganze Berechnung ist tatsächlich sehr kompliziert, deswegen bitte ich euch, vielleicht das Video mehrmals anzugucken, falls ihr es nicht versteht. Kein Vektor 4D, sondern ein Vektor 3D. Und zwar eine Sum über alles, was dazu kommt an Lichtquellen, die das Objekt irgendwie beleuchten. So, ist erstmal ein New Vector 3D, weil wir am Anfang nichts davon haben. Also quasi am Anfang ist es dunkel und dann fügen wir nach und nach alle Lichter hinzu in unsere Lichtberechnung. So, jetzt könnt ihr euch denken, wenn ich sage nach und nach alle Lichtquellen, dass da nicht nur eine gemeint ist, sondern alle Lichter in Scene.getScene.lights. So, und alle diese Lichter sind in dieser Array-Liste eingespeichert. So haben wir es ja gerade im letzten Video modelliert. Wir haben aktuell nur eine, deswegen sollte das nicht so ein Problem sein. Aber wir können da auch ohne Probleme mehrere Lichtquellen hinzufügen. Ich habe das auch schon mit mehreren ausprobiert. Sieht eigentlich ganz nett aus. So, jetzt brauchen wir als allererstes einen Vektor bzw. eine Richtung, und zwar von der Position von unserem Objekt, also ich sag mal Position dazu, also von der Objektposition Richtung Licht. So, Position to Light. Das kriegen wir natürlich, indem wir einfach sagen, okay, wir nehmen unser Licht. Und Get Position, das liefert uns ja die Position des Lichtes. Davon subtrahieren wir dann, subtract, die Position von unserem Objekt, also beziehungsweise genauer genommen die Position unseres Schnittpunktes, also hier die Position. So. Und dann müssen wir das Ganze noch normalisieren. Normalize. Gut, das liefert uns dann die Richtung, also Richtungen sind immer normalisiert, deswegen sage ich Richtung dazu, Position von unserem Schnittpunkt zu dem Licht, also zu diesem Licht L hier. Okay, jetzt müssen wir als nächstes einen Schattenstrahl werfen, ein Ray Shadow. Und dazu kreieren wir uns ein New Ray, und zwar von einem gewissen Punkt, Position. Und jetzt werden wir hier noch eine neue Methode brauchen, Position.move, util.epsilon haben wir auch noch nicht. Und das erkläre ich euch jetzt gleich, was ist davon. Und hier hinten muss einfach die Position to Light rein. So. Das hier sollte ich vielleicht noch groß schreiben. So. Okay, was ist util.epsilon? Naja, Epsilon ist einfach ein, hier, constant, eine kleine Konstante, kein String bitte, sondern ein Integer. Und das ist einfach eine sehr, sehr kleine Zahl, die aber trotzdem groß genug ist, um irgendwelche Rechenungenauigkeiten festzulegen. Also zum Beispiel sowas wie, Moment, ich 0,00004 oder sowas, keine Ahnung. Und das soll logischerweise kein Integer, sondern Double sein. Okay. Das ist folgendes. Ihr könnt euch das so vorstellen. Es gibt gewisse Rechenungenauigkeiten. Also sagen wir mal, wir haben hier unsere Kugel. Vielleicht mache ich die sogar tatsächlich noch ein bisschen größer, damit man es auch wirklich genau sehen kann. So. Und unser Schnittpunkt ist jetzt hier. Ja? Also hier. So, jetzt sehen wir aber, dass es vielleicht nicht ganz genau da drauf ist, sondern weil wir im PC sind und der kann nur mit bestimmter Anzahl von Stellen hinter dem Komma rechnen, sind wir statt genau da drauf. Lass mich kurz eine andere Farbe nehmen. Kann man das hier machen? Ja, das kann man sicher irgendwie. Farbe, rot, perfekt. Statt genau da drauf starten wir hier, möglicherweise. Das ist nicht viel, aber ganz, ganz klein bisschen ist es eben doch. So, und wenn ich dann hier hinten meine Lichtquelle habe, lass mich die Lichtquelle in gelb machen oder orange. Sagen wir mal, ich habe hier die Lichtquelle. Nee, besser. Damit es noch eindeutiger ist.
Wir haben hier die Lichtquelle. Das heißt, hier sollte ja auf jeden Fall kein Schatten sein. Das heißt, wir sehen auf jeden Fall, was da ist. So, wenn ich jetzt aber mit meinem Strahl hier starte, wo ich den roten Punkt habe, und dann da hochgehe zu dieser Lichtquelle, dann schneide ich mein Objekt in diesem Punkt. Hier, weil ich ja hinter dem Objekt quasi in der Kugel drin anfange. Und das möchte ich natürlich nicht. Das ist ein bisschen blöd. Und deswegen verschiebe ich den Schnittpunkt ein ganz kleines bisschen nach außen. Also quasi statt innen drin verschiebe ich ihn nach hier außen und dann habe ich auf jeden Fall Licht. Das ist nicht viel. Das ist quasi so wenig, dass man es nicht wirklich merken kann. Aber man muss es halt trotzdem machen. Ja, weil geht halt nicht anders, weil man ein bisschen Rechenungenauigkeit immer dabei hat. Und deswegen eben diese Public Vector 3D Move Methode, die uns diesen dieses Epsilon hier schiebt. Ja, und damit wir das noch ein bisschen genauer machen können, werden wir nicht nur, also wir wollen ja auch in die richtige Richtung schieben, nicht irgendwie in eine blöde Richtung. Deswegen sage ich einfach mal hier, wir geben hier noch weiterhin die Position to Light an. Position to Light, damit wir auch in die richtige Richtung schieben und sagen hier Change Method. Hab aus Versehen den Parameter vergessen. Ja, und jetzt gehen wir hier einfach zurück. Return New Vector 3D. Und zwar ne, wir geben keinen New Vector 3D zurück. Wir sagen, blöd. Jetzt. This Punkt Add und achso, util.add ist die falsche Add-Methode, tut mir leid. Util.add und hier packen wir den ersten Vektor rein, nämlich unseren, also this, und den zweiten Vektor, das ist Position to Light, aber wir skalieren den Position to Light Vektor Punkt mit Epsilon. Und jetzt haben wir quasi in Richtung unseres Lichtes unseren Vektor ein bisschen verschoben, Sekunde, ich schaue nochmal nach, 0,00004. Das ist vielleicht nicht ganz genug, damit muss man ein bisschen rumspielen, je nachdem wie viel Ungenauigkeit dann der jeweilige Rechner hat. Auf 32-Bit-System ist es, glaube ich, ein bisschen höher, je nachdem. Es kommt wirklich auf das Betriebssystem dann auch drauf an, wie groß die Datentypen intern gehandhabt sind. Aber normalerweise sollten hier 64-Bit sein. Vor allem, da wir es in Java schreiben, können wir eigentlich davon ausgehen, dass es 64-Bit sind. Also sollte eigentlich reichen. Kein Stress. Ja. Gut. Alles klar, dann machen wir weiter mit unserem Material und mit unserer Schnittpunktberechnung. Jetzt haben wir ja hier den Ray erstellt. Und dieser Ray soll uns sagen, ist diese Stelle verschattet oder ist sie es nicht. Naja, dazu brauchen wir erstmal einen Boolean und den habe ich euch, glaube ich, letztes Video war das, schon gezeigt. Da sagen wir einfach Shadow, also das ist unser Ray, und Cast Shadow. Und hier wird dann rauskommen, das ist verschattet oder nicht. So, und genau dieses Verschattete wollen wir jetzt hier mal in unserem Ray in Cast Shadow reinpacken. Aktuell ist nichts verschattet, sprich, es ist ein bisschen doof. Deswegen wollen wir das natürlich hier machen. Die Methode hier schreibt sich sehr, sehr ähnlich wie die Methode Cast Primary, nur ein bisschen simpler, deswegen wollte ich das extra schreiben. Erstens brauchen wir nur einen Boolean als Rückgabetyp und zweitens brauchen wir hier nicht ein, ja, müssen wir den ganzen Kram mit der Intersection nicht machen. Deswegen packen wir hier einfach nur rein, was wir dringend brauchen. Wir sagen, wir brauchen wieder ein T. Im Prinzip können wir eigentlich mal hier von oben alles kopieren und ich sage euch dann, was wir nicht brauchen. Das geht nämlich schneller. So. Also wir nehmen uns hier dieses Object Intersection nehmen wir raus oder die Intersect nehmen wir raus und sagen, okay, wir schneiden mit jedem Objekt. Wir brauchen das hier nicht zuweisen. Nur das T2 größer 0 und T2 kleiner T brauchen wir als Abfrage. Falls wir hier reinkommen, können wir eigentlich schon fertig sagen, weil wenn wir einen Schnittpunkt gefunden haben, dann können wir schon ein Ja zurückgeben, weil wir schneiden jetzt quasi hier rein. Also das ist jetzt vielleicht eine große Ansicht. Nehmen wir an, hier ist ein Objekt, irgendwas, das ist jetzt dieser schwarze Strich. Wenn wir einen Schnittpunkt finden, dann haben wir schon Schatten hier. Mehr geht gar nicht.
Und wenn wir keinen Schnittpunkt finden, dann ist der hier nicht da. Sprich, wenn wir einen Schnittpunkt finden, können wir hier direkt True zurückgeben. Und falls wir keinen Schnittpunkt finden, können wir hier einfach False zurückgeben. Return False. Und fertig sind wir hier. So. Jetzt wissen wir, wann Schatten und wann kein Schatten ist. Das muss natürlich noch ein bisschen verfeinert werden, falls wir dann irgendwie durchsichtige Objekte oder sowas haben. Aber wie gesagt, wir machen das alles nach und nach. Wir wollen schnell viele Ergebnisse sehen und lieber dann danach noch ein bisschen aufräumen, so wie das letzte Mal. Genau. Alles klar. Also weiter machen wir mit dem Material und mit der, mit der Berechnung von den ganzen Farben. Also zunächst mal können wir sagen, selbst wenn es nicht verschattet ist, werden wir einen gewissen Anteil, nämlich den ambienten Anteil, den habe ich euch ja schon gesagt, werden wir drauf addieren. Und das machen wir aber nicht gleich auf unsere Summe, denn die Summe wollen wir am Schluss zurückgeben. Wir wollen hier zunächst einmal am Vektor, also Summe ist quasi für alle Lichter, und jetzt hier nur für dieses eine Licht L benutzen wir den Red oder keine Ahnung, wie ihr es nennen wollt, sucht es euch aus. Da kommt jetzt quasi das rein, was für dieses eine Licht dazugekommen ist, weil man das immer noch ein bisschen skalieren muss. So, und jetzt sagen wir hier, Red ist ein New Vector, 3D, und tatsächlich brauchen wir da nichts weiter reinmachen, weil es einfach 0, 0, 0 sein soll. Und jetzt addieren wir hier. Und deswegen ist diese Methode ziemlich nützlich, weil das dann tatsächlich in Red rein addiert wird, sozusagen. Deswegen hatte ich die überhaupt erstmal ursprünglich programmiert gehabt. Die ist bei uns nicht in Util drin. So, jetzt wollen wir hier den ambienten Teil addieren. Also der ambiente Teil kommt quasi, egal wie viel Schatten wir haben, der ist immer da. Der nimmt zwar ab, je weiter wir von der Lichtquelle dann weg sind, aber dazu kommen wir später. Auf jeden Fall müssen wir ihn immer drauf addieren. Und dazu sagen wir erstmal, wir nehmen den ambienten Teil. Ihr erinnert euch, das ist auch ein Vector 3D hier oben. In unserem Fall ist er grün, also 100% grün. Und ja, also nehmen wir Ambient, Punkt. Und jetzt können wir hier sagen, wir multiplizieren einen Vektor drauf. Multiply habe ich die Methode genannt. Und zwar mit der Intensität unserer Lichtquelle, also mit GetIntensity. Und zwar mit der Position. So, jetzt was das bedeutet ist, wir wollen die Intensität von der Lichtquelle, also von dieser Punktlichtquelle, an unserer Position, also an der Position des Schnittpunktes, wo wir die Farbe tatsächlich dann berechnen, die wollen wir da drauf multiplizieren. Aber wir wollen das ganz speziell drauf multiplizieren, nämlich den ersten Teil des Vektors mal dem ersten Teil der Intensität und der zweite Teil vom ambienten Licht mal dem zweiten Teil der Intensität und so weiter und so fort. Und deswegen müssen wir uns diese Methode Multiply noch schreiben. Und ja, das ist eigentlich, wie gesagt, relativ simpel. Im Prinzip gibt es sowas in der Mathematik nicht direkt, aber in unserem Fall haben wir uns halt die Datenstruktur so erstellt, als dass wir das brauchen. So, hier sagen wir einfach this.x mal, im Prinzip brauchen wir hier auch keine Intensity, sondern einfach einen Vektor b. b.x und dann this.y mal b.y und this.z mal b.z und ein Semikolon. So, und ja, wenn wir jetzt hier diese, das Ding drauf multipliziert haben, dann müssen wir, nicht dann müssen wir, sondern dann haben wir den ambienten Teil quasi auf unsere Farben, die dazukommen, beziehungsweise auf unsere, ja, auf unsere Lichtquelle oder auf unsere generell, was alles dazu kommt an Beleuchtung, haben wir drauf multipliziert. Der ist immer da. Der Rest kommt nur, wenn es nicht verschattet ist. Also if not shadowed, dann kommt der andere Teil noch dazu. Und den machen wir nächstes Mal. Der ist dann auch nochmal ein bisschen schwieriger. Ich hoffe, ihr habt das soweit verdaut. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.